Hallo meine Clasher-Freunde, hier ist wieder King Ho und wie ihr sehen könnt, wir befinden uns wieder im Clan War und ich bin direkt schon mal in den Gegner rein und schaue mir gerade die Burg an, möchte natürlich Go Wipe fighten und bin noch am überlegen. Ich denke, ich würde gerne von hier unten reingehen. Meine drei Golems, ich habe einen Golem in der Clanburg, wie ihr gleich sehen werdet, hier unten dann droppen die drei Golems, weil ich der Hoffnung bin, dass die Queen hier und die Clanburg und auch der King, da den relativ ja noch Rathaus eingeschlossenen Radius hat, dass diese Truppen uns hier quasi so hineinziehen. Und wir werden erstmal kurz checken, was wir so im Lager haben und in der Zauberspruchfabrik. In der Zauberspruchfabrik haben wir wie immer drei Rage und ein Blitz, wenn wir Go-Wipe fighten. Dann haben wir hier zwei Golems Level 4, 14 Magier 5, 6, nein, 5 Bogenschützen Level 6, 3 Päcker Level 3 und 12 Maulbrechel Level 5. Und in der Klamuk haben wir einen Golem Level 5. Danke an Schieb-Tobede, ans Schäfchen, wie wir immer sagen. Und wir fighten mal los, würde ich sagen. Helden sind auch ready, Zaubersprüche, alles ready. Meine Queen immer noch auf 19, aber ihr seht es an meinem dunklen Elixier, 104.000 nach diesem Clan War. Zwei Fights habe ich noch. Geht es direkt auf Level 20 und das heißt Ability plus 1. So, genug dem Gequatsche hier. Wir starten mit dem Fight. So, da ist ein Drachen drin, das ist schon mal sehr kacke. Ich hoffe, die Queen nimmt ihn schnell mit. Jetzt war natürlich auch. Ah, wir hauen trotzdem den Blitz mal jetzt hier drauf. Der King ist fast tot, ist jetzt aktiviert. Noch ein Rage drauf. Es läuft eigentlich perfekt, es zieht sich alles in die Mitte. Und wir hauen hier vorsichtshalber nochmal einen Rage drauf. Das Town Hall fällt jetzt perfekt. Wir sind bei 36%. King ist jetzt tot. Meine Queen hat noch volles Leben. Hier unten läuft noch der Golem 5. Ein Packer auf Level 3. Oh, da fliegen die Mini-Golems durch die Luft. Hier oben sind auch noch ein paar Mini-Golems aktiv. Ich denke, das sollten doch mindestens 2 Sterne werden. Hier können wir unten schon mal anfangen aufzuräumen. Mit den Bogenschützen. Hier drüben, nein, noch nicht. Die Queen ist immer noch geschützt von den Golems. Die läuft sehr, sehr gut diesmal. Brave Queen. Feine Queen. Hat du gut gemacht. Ja. Die Queen hat immer noch volles Leben. Wurde noch nicht aktiviert. Hier unten ist noch der Mini-Golem 5. Auch sieht ja niedlich aus. Aktiv. Nimmt jetzt aber seine letzten Bogeneinschüsse entgegen. Und dann wird wahrscheinlich der Packer ins Visier genommen. Werden wir hier noch einen Bogen droppen. So viel Damage-Prozente sammeln, wie es nur geht. Jetzt ist der Packer auch tot. Können wir hier oben direkt mal noch einen Magier droppen. Und noch einen Bogenschützen. Dann aktivieren wir jetzt die Queen, damit wir noch ein bisschen was von der Ability haben. Ah, Queen, geh doch nicht auf die Mauer, ey. Aber ich denke mal, den Tesla, den kriegen wir noch mit. Oder ist der Tesla zu stark? Oh, die sind auch so hammerstark auf 7. Aber das macht der Queen erstmal nichts. Die eine Luftabwehr noch. Komm schon, 70%. Nein, und da geht sie natürlich auf das Elixierlager. Aber das wird auch was. Jawohl, 70% ist eine schöne Zahl. Brechen wir das Ganze auch ab. Haben 2 Sterne eingefangen und 438.000 Gold, 538.000 Elixier und knapp 2.000 Dunkles. Mit der Beute aus dem Krieg noch über 2.000 Dunkles. Das ist perfekt.
Wie ihr seht, der Krieg momentan ist sehr, sehr knapp, um nicht zu sagen, das war knapp. Wir hoffen natürlich nicht, dass es knapp war, sondern dass wir das Ding gewinnen. Und ob ihr den zweiten Fight auch im Live-Modus aufgenommen bekommt, das weiß ich noch nicht. Ich werde ihn auf jeden Fall heute, ich muss ihn heute definitiv noch fighten. Mal schauen, ob ich da bis dahin wieder zurück bin zu Hause. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören, würde mich über einen Daumen nach oben freuen und abonnieren kostet immer noch nichts. Vielen Dank, King O ist raus. Bis dann, ciao. Jo, und King O ist natürlich noch nicht raus, denn was wäre denn eine Clan War Folge ohne den zweiten Fight? Sinnlos, richtig. Allerdings ist es immer etwas schwierig, denn ich mache die zwei Fights ja nicht direkt hintereinander. Das würde mich Gems ohne Ende kosten und ich muss das Ganze immer irgendwie zusammenschnippeln. Aber es hätte ja sein können, dass irgendwas dazwischen kommt und ich euch den Fight nicht mehr zeigen kann. Ja, ich bin hier ein bisschen im Wald verschwunden. Denn ich möchte euch nicht die Freude nehmen auf die Folge von Loot of the Week, da ich dort eine kleine ja, Base-Änderung zeigen möchte. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Wir starten direkt mal rein in den zweiten Fight, ohne dass ihr vorher irgendwie seht, wie das Ganze ausgegangen ist. Denn zum Schluss werdet ihr sehen, wie knapp es doch tatsächlich war. Und jetzt sagen wir einfach mal, zweiter Fight, los geht's. Jo, und da sieht man ganz schön, es war wieder ein Rathaus 9er. Wieder 3 Golem, 3 Packer-Taktik, also Gobi-P. Ist das, was ich jetzt momentan eigentlich ganz gut kann und sich ganz gut bewährt. Oh, da hat das iPad nur noch 10% gehabt. Keine Problem. An die Strom und weiter. Und die Seite war eigentlich an sich perfekt gewählt, denn sie laufen eigentlich perfekt in die Mitte, so wie ich mir das vorgestellt habe. Schön war natürlich auch, dass die Helden relativ low waren bei ihm. Das hat mir dann nicht so die Schwierigkeiten bereitet. Da nochmal ein Rage drauf, das Town Hall fällt. Der Packer hatte zu dem Zeitpunkt auch gerade die Mauer zerstört. Aber war nicht weiter wichtig, denn 53% hatte ich schon, 2 Sterne. Queen wird perfekt geschützt vom Golem. Läuft diesmal und auch ja schon bei dem letzten Fight wirklich sehr, sehr gut. Also manche haben ja ihr Vibe nicht wirklich im Griff. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich sie auf jeden Fall ganz gut im Griff. Ja, der Packer unten links stirbt dann auch bald, Queen nochmal aktiviert. Und ja, für die Mauern, für die ich glaube sogar maxed out, bis auf Mauern, Rathaus 9 Base, eigentlich sind 75% recht ordentlich, würde ich sagen. Kann sich sehen lassen. Ja, jetzt geh doch durch die Mauer endlich durch. Naja, die Queen ist tot. Ich räume noch mit den letzten Bogenschützen den Rest da unten ab. Wir spulen das Ganze, glaube ich, auch gleich noch mal ein bisschen vor. Ich hoffe, ja, habe ich doch gut gemacht in der Aufnahme, weil das Aufräumen ist jetzt nicht ganz so interessant. Ja, ich würde sagen, 81%, super Leistung, 2 Sterne. 310 Dunkles aus dem Fight mitgenommen, gab natürlich auch noch ordentlich Bonus. Und hier seht ihr das Ergebnis, wie knapp das Ganze war. Wir haben ihn gewonnen. Super Leistung vom ganzen Clan. 32 zu 31. Und das waren auch sehr, sehr erfahrene Krieger. Und wir haben sie überall bis auf den zweiten, glaube ich, zwei Stern mindestens. Ein drei Stern habe ich jetzt gesehen. Zwei, drei, drei Sterne sind dabei gewesen. Also super Resultat. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video wieder mal gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich würde mich über ein Abo freuen, natürlich auch über einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns. Kingo ist raus. Bis dann. Ciao.